Die strategische Lage Brünns hatte seit Menschengedenken sowohl Einfluss auf die Geschichte der Stadt selbst als auch auf die Geschichte der ganzen Region. Die Vorläufersiedlung der Stadt dürfte zur Zeit des Großmährischen Reiches die Burg Stare Zamki beim heutigen Stadtteil Lischen gewesen sein. Ihre Besiedlung kann bis zum Ende der Jungsteinzeit zurückverfolgt werden. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde Brünn 1091 in der Kosmaschronik. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde auf einem steilen felsigen Hügel über dem Altstadtkern die Burg Spielberg begründet. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts war Brünn der Sitz des Mährischen Landtags, der abwechselnd in Brünn und in Olmütz tagte. Während der Hussitenkriege wurde die Stadt zweimal erfolglos belagert. Im Laufe des Dreißigjährigen Kriegs konnte Brünn als einzige mährische Stadt der monatelangen schwedischen Belagerung standhalten. Während der Verteidigung der Stadt taten sich besonders der Befehlshaber Raduido Susch und der Jesuitenrektor Martin Schedder hervor. Für ihre Verdienste wurde die Stadt mit einer Reihe von Privilegien und einem höheren Wappen ausgestattet. In dieser Zeit war Brünn einzige Stadt in ganz Mähren und wurde 1777 auch ein Bischofssitz. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts verzeichnen die Industrie und der Handel Hochkonjunktur und Brünn wird zum Zentrum für den Maschinenbau und die Textilindustrie. Die neuesten Technologien kommen hier zum Einsatz. 1839 kommt der erste Zug aus Wien in Brünn an. Damit beginnt die Ära der Dampfeisenbahn auf tschechischem Gebiet. Die Befestigung der Stadt wird aufgehoben, die Stadtmauern werden niedergerissen und nach dem Vorbild der Wiener Ringstraße durch repräsentative Gebäude und Grünflächen ersetzt. 1869 kommen die ersten damals noch von Pferden gezogenen Straßenbahnen zum Einsatz. Im gleichen Jahr wird auch die Straßenbeleuchtung auf Gas umgestellt. Es entstehen Gymnasien, Realschulen und weitere Bildungseinrichtungen. 1919 werden auch die umliegenden Gemeinden an Brünn angeschlossen, wodurch die zweitgrößte Stadt in der damaligen Tschechoslowakei, das sogenannte Großbrünn, entsteht. Zu Zeiten der Ersten Republik wird Brünn zur Drehscheibe für Industrie, Handel und Kultur. Die Masaryk-Universität und das Messegelände werden eröffnet. Viele bedeutende Persönlichkeiten wie Bohuslav Fuchs, Leoš Janáček und Viktor Kaplan lassen sich hier nieder. 1939 wird Brünn von der deutschen Armee besetzt. Der darauffolgende Zweite Weltkrieg hinterlässt unermessliche Schäden für die Wirtschaft, im Kulturleben und auch im Leben der Menschen. 1945 wird Brünn zwar befreit, aber die darauffolgenden historischen Ereignisse waren auch nicht zum Vorteil der Stadt. Bei der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung kommt es zu Gewaltexzessen. Während des kommunistischen Regimes stagniert die Stadt in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Erst nach 1989 nimmt die Stadt wieder einen tiefen Atemzug und wird zur rechtmäßigen Metropole Mährens. Seit 2000 ist Brünn die Hauptstadt des Landkreises Mähren und tritt den Weg ins neue Jahrhundert als selbstbewusste, kosmopolitische Stadt an.